Mein Cutter, der Patrick, der hat ein richtig cooles Projekt auf seinem Kanal gestartet, wo er jetzt auch Videos macht. Den verlinke ich natürlich gerne in der Videobeschreibung. Lasst ihm viel Liebe auf seinem Kanal da. Und dort hat er dieses Projekt gestartet, wo er gefragt hat, hey, was ist deine tiefste Weisheit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und möchtest du sie teilen? Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, natürlich darfst du sie gerne auch auf deinem Kanal teilen. Nach dem Intro jetzt die tiefste Weisheit, schaut sie euch gerne an. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. So begrüße ich zumindest normalerweise auf meinem Kanal die Zuschauer und heute freue ich mich sehr, dass ich bei deinem Projekt, Patrick, mit dabei sein darf, die tiefste Weisheit einem Fremden mitzugeben. Und das ist für mich eine relativ simple, aber eine unglaublich tiefgreifende und neben den ganzen Fakten, neben den ganzen Wissensthemen oder Techniken, die ich im Bereich Kommunikation, Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, ist es wirklich die eine, wo ich sagen würde, die bringt einen in der persönlichen Entwicklung unglaublich weiter und auch in der Menschlichkeit. Und zwar folgende Weisheit. We are one. Wir sind eins. Im Endeffekt sind wir alle Menschen eins. Und was im ersten Moment relativ simpel klingt, kann unglaublich viele tiefe Verästelungen haben. Beispielsweise, dass du dann siehst, dass wir alle Stärken haben. Wenn du also andere Leute anschaust, dann siehst du die Stärken in ihnen und holst sie vielleicht noch mehr heraus. Und auch bei dir selbst. Du gestehst es dir ein, dass du Stärken hast, dass du gut in manchen Dingen bist. Und genau wie du bei einem sehr guten Freund helfen würdest, diese Stärken herauszuholen, machst du es auch bei dir und stehst dazu, deine Leidenschaft, deine Stärke auch nach außen zu bringen. Und dieses We are one, das fällt uns ziemlich einfach bei Leuten, die wir vielleicht lieben, unsere Beziehung, unsere Partnerschaft oder bei extrem guten Freunden, vielleicht auch bei Leuten in unserer Familie, wo wir sagen, da fühlen wir uns wirklich wie ein Herz und eine Seele. Wenn wir diese Wahrheit aber generalisieren können über alle Menschen, auch über die Leute, wo wir sagen würden, das sind vielleicht unsere Feinde oder die mögen wir nicht und auch da merken, dass wir ein Herz und eine Seele sind, dann kann man ganz viel anderes noch sehen. Beispielsweise nicht nur, dass wir alle Stärken haben, sondern dass wir auch alle Schwächen haben. Weil es ist völlig okay, dass du Schwächen hast. Jeder hat Schwächen und das ist eine relativ banale Wahrheit. Aber oft fühlen wir uns doch so einsam mit unseren Schwächen und denken, oh, da hab nur ich die Unsicherheit, nur ich die Zweifel. Aber schau dir andere Menschen an. Und wenn du weißt, dass sie hinter der Fassade, genau wie du vielleicht nach außen eine sehr selbstsichere Fassade hast, dass da jeder Schwächen hat, dann gehst du ganz anders mit anderen Menschen um. Und auch mit deinen eigenen Schwächen. Du akzeptierst sie viel mehr. Ich habe letztens eine Dokumentation über Spezialeinheiten gesehen, so ziemlich die mental und auch körperlich stärksten Menschen auf der Welt. Und da war einer dabei, der gesagt hat, neben den ganzen psychischen Strapazen, die man da auch auf sich nehmen muss und auch die mentale Stärke, die man haben muss, fällt es ihm schwer, Frauen auf der Straße anzusprechen. Obwohl das jemand ist, wo man sagen würde, der hat sicher keine Angst vor sowas. Heißt, sieh das wirklich aus diesem Blickwinkel. Und dann schau mal zurück in dein Leben und überlege, was sind eigentlich so die Momente gewesen, wo du vielleicht sagst, ah, da habe ich vielleicht nicht so tolle Sachen gemacht, aber sieh, dass du in den Momenten auch dein Bestes gegeben hast. Und sieh auch, dass du in den anderen Momenten sowieso, wo du wirklich gut dabei warst, wo du einen Erfolg erzielt hast, dass du da auch dein Bestes gegeben hast. Und selbst, wie gesagt, in den schwierigen Situationen. Und wenn du das jetzt nicht nur für dich erkennst, sondern im Sinne von We are one, dass selbst deine Feinde, dass selbst die Leute, die was gemacht haben, wo du sagst, oh, das war echt bescheuert gegen mir gegenüber, wenn du da siehst, wir sind eins und auch die Person hat in der Situation ihr Bestes gegeben und auch wenn sie andere Ansichten hat, führt das vielleicht zu einem größeren Verständnis. Dazu vielleicht jetzt nicht nur, dass du es mental verstanden hast, sondern auch ein paar Übungen, dass es wirklich ins Fleisch und Blut übergeht. Überleg dir mal folgendes Gedankenspiel. Nicht irgendwie metaphorisch gesehen, sondern einfach mal als Gedankenspiel vollkommen real. Einfach mal kurz vorstellen, dass wir alle wirklich eine Person wären. Nur halt in verschiedenen Körpern oder eine Seele. Stell es dir einfach mal nur vor. Muss nicht glauben, dass es wahr ist, aber versuch einfach mal, dich kurz reinzudenken. Du nimmst gerade dieses Video auf. Du schneidest gerade dieses Video. Du siehst gerade dir dieses Video an. Du kommentierst dieses Video. Du gibst einen Daumen runter und du gibst einen Daumen hoch. Du magst das Video und du magst das Video nicht. Stell dir vor, du bist jede Person, der du jemals im Leben begegnet bist. Jede gute Tat tust du dir selbst an. Jede schlechte Tat tust du dir selbst an. Und mal abgesehen davon, ob das jetzt wahr ist oder nicht,
Denk einfach mal kurz rein und überlege, wie diese Sichtweise vielleicht dein Handeln und dein Auftreten gegenüber anderen Menschen beeinflussen könnte. Zweite Übung. Versuche mal eine Grad der Verbundenheit mit anderen zu sehen und fang erstmal an mit Leuten, wo du sagst, we are one, wir sind auf jeden Fall eins. Und dann geh ein paar Schritte immer weiter hoch. Fang an mit einer Person, wo du sagst, die liebst du sowieso, die schätzt du sowieso. Und sag, also stell sie dir vor, mach kurz die Augen zu und sag, we are one, wir sind eins. Da wird es dir leicht fallen. Dann vielleicht bei ein paar Leuten, die dir relativ egal sind oder nicht so verbunden sind. Und dann, wenn du es schaffst, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich stark genug dafür, dann stell dir eine Person vor, die du wirklich nicht magst. Wo du denkst, und es kann auch irgendeine Person sein, die du nur aus den Medien kennst, wo du sagst, da habe ich wirklich was gegen diese Person. Und auch da, geh in dieses Gefühl rein von, wir sind eins. Was nicht heißt, dass du jedes Verhalten tolerieren sollst. Was nicht heißt, dass du jede Meinung akzeptieren sollst. Aber zumindest mal sie versuchen zu verstehen, ist der erste Schritt zu einem besseren Miteinander. Und dann dritte Übung. Geh zu einem Ort, wo viele Leute sind. Das mache ich zum Beispiel immer mal ganz gerne, wenn ich irgendwie am Bahnhof bin. Und ruf dir es kurz in den Kopf. We are one. Wir sind eins. Und dann geh durch diese vielbelebte Zone, schau den Leuten in die Augen und denke dir nur für dich innerlich, we are one, wir sind eins. Und bei ein paar Leuten, die werden dich vielleicht anlächeln. Die meisten Leute werden gar keine Regung zeigen. Ein paar Leute werden sich vielleicht wundern. Ein paar Leute sind vielleicht sowieso schlecht drauf. Und egal welche Hautfarbe, egal wie sympathisch dir die Person ist, egal wie groß, wie klein, welches Geschlecht, schau der Person in die Augen und denk nur für dich innerlich, we are one. Und mal abgesehen davon, wie schwer oder leicht dir das fällt, mal abgesehen davon, was andere Leute dann vielleicht denken, nur für dich, was macht es mit dir und deinem Menschenbild und deiner Kommunikation? Das ist die tiefste Weisheit, die ich dir mitgeben kann. Ich wünsche dir damit viel Spaß, viel kommunikativen Erfolg und danke dir, Patrick, dass ich dabei sein durfte bei dem wirklich coolen Projekt. Ich bin gespannt auf die anderen Weisheiten. Das war mein Beitrag zu diesem Projekt von Patrick. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen und gleichzeitig bin ich unglaublich gespannt auf die anderen Beiträge. In der Videobeschreibung verlinke ich dir Patricks Kanal und auch gleichzeitig, wenn es dann veröffentlicht wird, das Video von diesem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.